Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein Auspackvideo für euch. Ich habe ein bisschen was bestellt und ich kann euch auch noch ein paar kleine Sachen zeigen, die ich inzwischen gebastelt habe. Wir hatten nämlich letzten Donnerstag Teamtreffen und die Babsi hatte eine Anleitung für uns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie die Karte heißt. Sie meinte, sie hätte sie unter Tricky Card gefunden. Bei einer Amerikanerin, die natürlich in Inch gebastelt hat. Wir haben es in Zentimeter gebastelt. Und das hier ist meine Version. Und zwar sieht die Karte von der Seite so aus. Und die kann man also aufstellen. So. Seht ihr noch nicht viel davon? Ich habe jetzt, weil man ja hier sehr viel Designerpapier verwenden kann, ein älteres Papier benutzt mit den Schmetterlingen. Und dann habe ich noch Stanzformen Wiese, meine ich, heißen die benutzt. Und natürlich darf Glitzer nicht fehlen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hinten drauf könnte man jetzt dann noch einen Aufleger machen und was draufschreiben. Also wenn das zum Beispiel zum Geburtstag sein soll. Ich habe jetzt noch keinen Spruch drauf gemacht, weil ich mir noch offen halten möchte, für welche Gelegenheit ich das benutze. Genau, aber das war meine Version. Und dann habe ich mir gedacht, das ist cool. Das mache ich in anderen Größen auch noch. Und zwar als Verpackung. Jetzt habe ich einmal das hier gebastelt. Da habe ich das Set Land, heißt das Land Liebe oder Land Segen? Moment, ich schau mal. Land Segen heißt das Stempelset. Da habe ich das Blümchen raus und auch den Spruch. Ich habe nur den halben Spruch benutzt. Und das entsprechende Designpapier habe ich benutzt. Und ich habe als Farbkarton habe ich hier Papaya genommen. Und ich habe auch hinten drauf noch was, also schon geschrieben auch, deswegen halte ich das jetzt zu. Und hier habe ich was eingepackt. So, von der Seite sieht es jetzt so aus. Also ich habe einfach diesen Platz für eine Verpackung genutzt, für so ein Einsteckfach. Und das kann man auch hinstellen. So. Ja, es kippt jetzt ein kleines bisschen nach vorne, dadurch, dass es hinten so schwer beladen ist. Also wenn man es rausmacht, dann steht das Ding wieder. Das ist jetzt tatsächlich nur der schwere Inhalt sozusagen. Und dann brauchte ich noch was für eine etwas längere Verpackung. Also sie sind gleich breit. Und ich glaube, das müsste auch stehen, weil das hinten nicht so schwer ist. Je nachdem, was ihr halt einpackt, ne? Hier habe ich auch noch mal was eingepackt, was Größeres. So, von der Seite sieht es so aus. Es ist nicht ganz so dick. So, kann man aber auch hinstellen. Also, ich fand diese Kartenidee total cool und dass ich da auch noch Kleinigkeiten einpacken kann, total toll. So, und jetzt zeige ich euch aber, was ich bestellt habe. Ich habe nämlich, weil ja im Mai ein neuer Jahreskatalog kommt. Nur mal schauen, wo habe ich denn den? Also der hier gilt ja bis zum 2. Mai. Der da. Und da habe ich jetzt das, was ich unbedingt da draußen noch haben will, habe ich jetzt bestellt, weil im nächsten Monat im April ist ja dann Ausverkauf und also Sachen, die man unbedingt haben will, sollte man nicht unbedingt bis zum Ausverkauf warten, weil eventuell sind das doch mit großer Wahrscheinlichkeit die Sachen, die als erstes weg sind. Und ich zeige euch jetzt, was ich da noch geholt habe. Erstaunlicherweise hatte ich viele Markierungen da drin, aber manche Sachen habe ich jetzt dann doch gesagt, ach nö, doch nicht. Und dafür ein paar Sachen, wo ich bisher gar nicht haben wollte. Also, hier ist die liebe Andrea von Andreas Kartenwerkstatt schuld. Nochmal liebe Grüße an Andrea. Wobei die genauso viel oder wenig Zeit hat, Videos zu gucken wie ich. Stanzformen bestickte Sterne. Die hatte da, ich
weiß nicht, ob es in ihrer Weihnachtsreihe war, so eine tolle Karte gebastelt. Und das sind ja die. Und ich weiß nicht, ob die rausgehen aus dem Katalog oder nicht, aber falls ja, dann habe ich sie jetzt. Habt ihr halt hier, also natürlich einfach nur klassische Sterne und zwar bestickt. Und dann habt ihr hier aber auch noch besondere Formen. Ihr könnt euch hier zum Beispiel auch Sterne zusammensetzen. Da habt ihr hier fünf solche Ecken drin. Ihr habt hier so Swirl und hier ist so ein zusammenhängendes Swirl. Das sieht natürlich super elegant aus hier, ne? Und dann ist hier noch so ein größerer Stern. Hier ist ein bisschen kleiner und hier sind noch so Ecken. So, die habe ich mir bestellt. Ich weiß, jetzt geht es in den Sommer, man braucht nicht wirklich Sterne. Aber jetzt habe ich sie. Weil beim letzten Mal wollte ich sie schon mitbestellen und da waren sie ausverkauft. So, jetzt war auch nur noch niedriger Lagerbestand. Und da weiß ich nicht, ob das aufgefüllt wird, wenn das sowieso rausgeht aus dem Katalog. Dann habe ich mir bestellt dieses Produktpaket mit den Pfirsichen. Also das Papier habe ich schon. Und ich hatte aber letztes Jahr im Sommer das also mir noch nicht zugelegt. Die Erdbeeren kamen als erstes. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich noch da an meinen Spruch, was soll ich mit Obst? Dann kamen doch die Erdbeeren, weil doch meine Geburtstagspost so super schön war. Da waren Pfirsiche und auch Erdbeeren drauf. Und jetzt habe ich mir die Pfirsiche. Und ich habe diesmal auch die Stempel schon montiert. Ich habe nur noch kein Einlegeblatt reingestempelt. Das muss ich noch machen. Das sind Klarsichtstempel. Und schöne Sprüche hier, verschiedene Schriften. Und natürlich könnt ihr hier Pfirsiche und Pfirsichblüten stempeln und die entsprechenden Stanzformen dazu. Also vielleicht ist das ja für die meisten von euch überhaupt nicht neu. Da könnt ihr natürlich die Stempelmotive ausstanzen. Ich weiß nicht, ob man aus dem Designpapier eventuell was ausstanzen kann, aber das können wir ja gleich mal schauen. So, jetzt habe ich mir mal hier so ein Teil geholt. Ich gucke jetzt gerade mal, ob diese Stanzform ein bisschen groß, aber vielleicht sind hier noch andere Motive drin, wo das geht. Hier sind so Blütenzweige. Das sind die großen Pfirsiche. Da habe ich nämlich echt nicht aufgepasst, ob das gehen würde. Nicht wirklich. Also Designpapier. Geht anscheinend nicht, aber korrigiert mich ruhig, falls ihr das schon ausprobiert habt und festgestellt habt, das geht doch. Dürft ihr mir das gerne schreiben, aber auf alle Fälle die Stempelmotive, die gehen. So, das war das eine, also noch ein Obst sozusagen, was ich mir geholt habe. Dann habe ich mir einen Hintergrundstempel geholt. Der hat mich bisher nicht wirklich interessiert, aber jetzt ist ja im Mini-Katalog auch so ein Set drin, was ich mir auch noch holen werde mit so einem Segelboot. Und da fand ich, passt das echt gut. Das ist ein Gummistempel und ich sage euch gleich, also ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und diesen Aufkleber montiert. Aber so richtig gut geht das bei solchen Riesenstempeln nicht. Ich versuche euch den mal rauszumachen. Das war ein Gefummel und ich musste auch noch einmal korrigieren. Und das wirft auch so ein bisschen Blasen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier so, da ist, weiß nicht, da sind Luftanschlüsse drin. Also ich korrigiere es jetzt nicht mehr. Aber ist tatsächlich bei so einem großen Stempel extrem schwierig. Und ich denke, beim nächsten Mal werde ich das bei so einem großen Stempel wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich habe es probiert und es ist jetzt nicht so 100% toll geworden. Aber es ist ein Gummistempel. So. Deswegen habe ich mir den geholt, wegen dem Set aus dem Mini-Katalog. Und ich weiß nicht, ob der im Jahreskatalog bleibt oder nicht. So, weil wir haben noch keine Auslauflisten. Die kommen, denke ich, jetzt erst irgendwann Ende des Monats. Dann habe ich mir das hier gekauft. Eigentlich auch mehr wegen der Basecap. Aber der Rest interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Und da gibt es hier die Stanzformen dazu. So, hier sind die Stanzformen dazu. Also mit der Stanzform hier. Ich mache die mal kurz raus. Das klebt leider noch. Ich habe sie noch nicht auf Magnetfolie montiert. Jetzt rupft das hier schon wieder das ganze Ding ab. Also das ist ganz furchtbar hier mit diesem Klebezeug.
Da kann man jetzt also hier dieses Basecap ausstanzen, so. Und das macht auch so Stitch-Linien. Das heißt, man kann hier sicherlich auch so ein bisschen einen 3D-Effekt kreieren. Jetzt kriege ich das doch bestimmt nicht mehr hier drauf, oder? So war das, glaube ich. So, dann gibt es hier noch so ein ganz kleines, winziges Teil. Es gibt hier natürlich entsprechend diesen Stempelmotiven, gibt es auch die Etiketten, aber die kann man ja auch losgelöst von diesen Sachen hier benutzen. Und hier gibt es einen kleinen Fisch. Finde ich super. Zum Beispiel auch für Kommunion und Konfirmation, Taufe oder so, ne? Hier ist ein winziger Tannenbaum. Hier ist ein Sternchen und hier ist ein Blitz. Ja, was wir jetzt mit diesem Büffel da anfangen sollen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht eher Zufall, wenn man das mal brauchen sollte. So, also das sind die Stanzformen dazu. Und wie gesagt, eigentlich habe ich mir das jetzt mehr wegen dem Basecap bestellt. Ich denke, diese Teile hier, die kann man hier vorne drauf machen. Man kann sich die Formen ja nehmen und irgendwas anderes reinstempeln oder schreiben. So, dann packen wir das schnell wieder ein zur Seite. Dann habe ich mir bestellt, was liegt denn hier noch? Ah ja, dann habe ich mir etwas bestellt. Das ist bisher irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Und eigentlich war ich jetzt nur auf die Stanzformen scharf, aber ich mache das ja gerne so, dass ich dann auch das entsprechende Stempelset mit bestelle, nicht Sample-Set. Also das ist hier, das nennt sich im Freundeskreis. Ich finde, das ist jetzt, also von den Motiven her, das muss man natürlich mögen, ne? Hier gibt es verschiedene Sprüche mit verschiedenen Schriften. So, also und die Stanzformen. Ich habe ja so ein paar Doilies daheim. Man kann sie sich ab und zu kaufen. Gibt es ja dazu entsprechende Produktreihen, manchmal welche dazu. Jetzt hatte ich bei einer Karte, ich glaube bei der Weihnachtsfeier bei der Steffi, hätte ich ein Doily gebraucht in Anthrazit. Und ich hatte jetzt aber nur welche, wo ich dann die weiße Rückseite benutzt habe und das habe ich dann in Anthrazit mit einem Marker angemalt. Das geht, sieht aber ein bisschen fleckig aus. Hat mir nicht gefallen. Und ja, jetzt kommt die Osterzeit, da finde ich, kann man Dollys auch ziemlich gut benutzen und dann habe ich mir das jetzt bestellt. Hier sind nämlich Dollys drin. Verschiedene Formen, also ich denke, man nennt das so. Und ich habe euch mal versucht, das auszustanzen, was hier rauskommt. Also es sind zwei Lagen, hier unten ist auch noch was. Das eine ist das hier. Das hier in der Mitte, da kommt das raus. Und das ist tatsächlich auch richtig leicht rauszulösen, wenn man das dann gestanzt hat. Das ist nicht irgendwie, dass man da hier mit Biegen und Brechen da irgendwas rauslösen muss, sondern also manche Sachen braucht man Pieker und manche Sachen fallen einfach von alleine raus. Das größere hier, das sind eigentlich zwei. Also, ich mache es erstmal so. Hier tut es in der Mitte, da kommt das raus. Also das kann man ja auch noch benutzen. Das ist dann halt ein Kreis. Das war hier drin. Dann haben wir natürlich hier so schöne Ornamente. Und theoretisch kann man das auch einfach nur so ausstellen. Also jetzt hole ich es doch mal raus. So. Dann würde ich aus einem großen Blatt Papier mir diesen Kreis ausstanzen. Der kommt nämlich hier raus. Das ist eine Stanzlinie hier. Und hier würde es mir nur diese feinen Ornamente rausstanzen, das hier. Aber ich hätte diese Kante nicht. Es würde kein Dolly rauskommen, sondern ich könnte zum Beispiel einen Kartenaufleger so damit verzieren. Da wäre das in dem Kartenaufleger drin. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich das erkläre. Und ihr könntet jetzt hier in diesem Kreis, keine Ahnung, unten drunter sieht man weiß und könnt was reinstempeln oder so. Wenn ihr das als Doily haben wollt, dann braucht ihr diese Außenlinie. Die passt nämlich perfekt zu diesem Inneren und dann bekommt ihr das. So. Das ist die eine Seite. Und hier ist es im Grunde genommen genauso. Hier habe ich jetzt tatsächlich mal den äußeren Kreis weggelassen. Man könnte also diesen äußeren Kreis in Verbindung mit dem hier auch noch machen. Aber ich finde auch das so super schön. Das ist auch so ein Doily. Oder ein Etikett. Man kann es auch als Etikett benutzen.
Sieht nur so ein bisschen verschwommen jetzt hier aus. Vielleicht könnt ihr das erkennen, weil das, ich habe das einmal vor und zurück laufen lassen, weil ich zu faul war, das hinten rauszunehmen aus der Stanzmaschine. Und irgendwie ist die Stanzform verrutscht. Und es hat mir hier sozusagen nochmal einen Schatten gestanzt. Sieht man hier bei den Löchern auch gut. Das ist diese mittlere Form hier. Die kleine, das ist die hier. Und dann gibt es natürlich noch eine große. Also, da kann man natürlich einfach so ein riesiges Dolly, da kommt halt dann so ein Rand hier raus, machen. Man kann das natürlich auch in Verbindung mit dem hier machen. Das geht auch. Also, wir haben da sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann das hier bestimmt auch irgendwie mit dem hier kombinieren, in der Mitte. Also, ich bin mir sicher, es gibt da verschiedene Kombis. So, das habe ich mir geholt, also eigentlich wegen den Stanzen und nicht wegen dem Stempelset. So, und die Stanzformen heißen, Moment, dekorativ eingekreist. Ich finde, es kommt im Katalog gar nicht so richtig schön raus, was für hübsche Stanzformen da rauskommen. So, und dann habe ich mir noch bestellt Embossing-Folder. Prägeformen, sagt man, ne? Also einmal Pariser Schnörkel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die im letzten Katalog schon drin waren. Jetzt habe ich sie mir auf alle Fälle geholt. Ich habe euch auch schon eins geprägt, weil ich finde, hier sieht man schon ein bisschen, aber nicht so richtig viel. Und das sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. So. Von hinten so. Aber ich finde, die Vorderseite sieht natürlich hübscher aus. Kann man aber natürlich auch von hinten benutzen. Das ist jetzt eine sehr große Stanzform. Man kann also andere Kartenformate damit auch machen. Habe mir das jetzt gleich in der Größe gemacht, wie ich mir das immer einsortiere. Ich beschrifte das dann hier oben und dann, anstatt dass ich alle Prägefolder raushole, hole ich mir halt immer diese Beispiele raus und gucke, was könnte ich jetzt gebrauchen. So, also das sind die Pariser Schnörkel. Und für die 3D-Stanzform braucht ihr natürlich die entsprechende Platte bei der Prägemaschine. Also bei der von Stamping Up ist es die graue dicke und bei der Sizzix ist es die blaue Platte, die ihr dafür braucht. Und dann habe ich mir noch bestellt die Prägeformen Wiesenzauber. Die sind jetzt zum Beispiel auch für die Mini-Stanzmaschine geeignet. Und das sind zwei. Die sind etwas schmaler. Meine benutzten Vorlagen sind etwas breiter. Also so breit wird das. Sie könnten ein bisschen höher sein. Wir haben also hier jetzt Schmetterlinge und Blümchen und Zweige. Also sehr frühlingshaft und sommerlich. So, das ist das eine. Und das andere sieht so aus. Das macht mehr so am Rand einer Karte zum Beispiel könnte man das machen. So, da haben wir hier so Blätter und ein bisschen die noch so rumwirbeln und auch so einzelne Punkte. Sieht also sehr elegant aus. Das ist diese. Und die sind keine 3D-Prägeformen. Das heißt, die lasst ihr in der Maschine durch zwischen den zwei Acrylplatten und die dicke Grundplatte, die dünne Schneideplatte, die müsst ihr wegnehmen. So könnt ihr das prägen. So. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich blende euch auch mal meinen Gastgebercode ein für März. Falls ihr bestellen wollt, eine Bestellung unter 200 Euro, dann könnt ihr den benutzen und dann bekommt ihr dann im nächsten Monat eine Überraschung von mir. Und ja, also ich hoffe, mein kleiner Einkauf hat euch gefallen. Ich bin diesmal nicht so doll ausgeufert. Das stimmt nicht. Ich habe euch noch was vorenthalten. Ich habe nämlich noch was aus dem Mini-Katalog bestellt. Ich bin ja so blöd, dass ich das vergesse. Also ich denke, die meisten von euch haben es auch schon gesehen. Ich hatte es jetzt mit den Sachen aus dem Mini-Katalog. Also bei manchen hatte ich es nicht so eilig. Ich fand das von Anfang an eigentlich ganz nett, aber nicht so, dass es unbedingt gleich mit musste. So. Ich zeige es euch trotzdem mal. Das ist also ein kleines 6x6 Inch Papier. Und davon habt ihr 48 Blatt drin. Und hier findet ihr dann auch immer die Farben, die da drin verarbeitet sind. Brombeermus, Hummelgelb, Calypso, Lodengrün, Frieschenlila, Gartengrün, Abendblau, Olivgrün, Papaya, Bonbonrosa und Seladon.
Also ihr seht, hier sind auch In-Color-Farben dabei, die uns verlassen werden. So. Oder erzähle ich jetzt gerade Quatsch? Nee, ich glaube, Hummelgelb geht raus. Und Abendblau. Ja. So. Und da haben wir, ich muss jetzt mal gucken, von jedem Design vier, glaube ich. Und die sind auch immer, also vorne und hinten. Das ist vorne. Und das ist hinten. Also hier habt ihr immer so eine Art Landschaft. Und hier ist so im Ganzen eine Wischtechnik oder so, hätte ich jetzt gesagt. So. So, da habt ihr bestimmt schon ganz viele Bastelprojekte damit gesehen, wie man da so Landschaftskarten machen kann. Das sind ja auch entsprechende Sets im Mini-Katalog, die sich gut dafür eignen. Ihr habt da so eine Art Wiesenberglandschaft. Und hinten drauf sieht das so aus. So aquarellmäßig, ne? Dann haben wir hier vier Stück davon. Da muss ich jetzt eher an eine Winterlandschaft denken. Ich weiß auch nicht warum. Und hinten sieht das so aus. Dann haben wir das hier. Und so sieht das hinten aus. Dann haben wir das hier. Die Rückseite sieht so aus. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie rum das besser ist. So oder so. Keine Ahnung. Kann man sich aussuchen. So, auf der Rückseite, das dürfte Papaya sein, denke ich mal. So, dann haben wir das hier. Hier schön Grünton. Dann haben wir vier Stück davon. Davon. Dann. Das ist jetzt eher, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich hatte meine Karte gesehen, wo jemand gesagt hat, es erinnert ihn an eine Häuserlandschaft. Ja, wenn man da so mit der Nase drauf gestoßen wird, dann könnte das schon sein, ne? Könnten auch Berge sein. So. Dann haben wir dieses Motiv hier. Und hinten ist es so. Dann haben wir vier Stück davon. Und das müsste das letzte Motiv sein. Oh, das ist, glaube ich, mein Favorit. Das erinnert mich an Weltall. Ich weiß auch nicht, warum. Und hinten ist es so. So, also das habe ich mir noch bestellt. Das wollte ich euch glatt vorenthalten. So, aber jetzt bin ich fertig. Genau. Also vielleicht habt ihr jetzt auch noch was entdeckt, wo ihr denkt, das brauche ich auch noch unbedingt. Dann schlagt noch zu, solange es das gibt. Denn im Mai gibt es dann den neuen Jahreskatalog und Mai ist echt nicht mehr so lange hin. Ne? Wir haben schon Mitte März, jetzt wo ich das aufnehme. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Mal wieder bei mir vorbei. Und bis dahin, tschüss.